ist es auch mein, was ich natürlich hoffe, wie geht es zu uns? Teilen Sie mit, das soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdammten Strafe zuzuführen. Führer, Peter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler verstand, hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Da glauben Sie, wenn ich schaue, tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber ich will ihn sehen greifen. Es wird ein böses Erwachen geben. Lönitz mobilisiert den Norden des Ringens. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, 1000 der modernen Stahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaters.